Schweizer Familie präsentiert Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Clarunis, Universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Und Viogy, mehr als Labormedizin. Grüezi miteinander. Heute in der Sendung sehen bei mir der Schriftsteller Martin Sutter, der Liedermacher Peter Räber und zwei hochkarätige Wissenschaftler. Und anfängt immer so. Unser Körper, der hat eigene Mechanismen, wie er sich schützen kann. Und so auch die Lunge. Und bei der Frage, wie kann sich die Lunge schützen, bin ich auf die Frau Professor Viola Vogel gestoßen von der ETH Zürich. Frau Vogel, Sie befassen sich mit den Selbstreinigungsmechanismen der Atemwege. Was passiert da genau? Also wir werden täglich von Viren bombardiert. Wir atmen sie durch die Nase und über den Mund ein. Und dann dringen sie tiefer in die Lunge. Und wenn wir keine Selbstreinigungsmechanismen hätten, wäre die Lunge völlig verstopft mit Viren, aber auch mit anderen Nanopartikeln. Viren haben die Größe von Nanopartikeln. Allerdings hat es den großen Vorteil, dass das Coronavirus nicht direkt übertragen wird, sondern eingebettet in einem Tröpfchen. Und die Tröpfchen haben Mikrometer in der Größe. Und wir wissen von der Nanotechnologieforschung aus dem letzten Jahrzehnt, dass Nanopartikel eingeatmet direkt in die Lunge gehen, wie auch Feinstaub. Mikropartikel allerdings, die werden in der Nase und im Rachenraum abgelagert. Mhm. Und das sind Bereiche, die noch für uns zugänglich sind, um eventuell die Viren, bevor sie menschliche Zellen befallen, rauszuspülen oder zu zerstören. Wie denn zum Beispiel? Mit Gurgeln oder Nasenspielung? Oder wie macht man das? Also mit beidem. Der große Vorteil ist, dass das Coronavirus eine Schutzhülle hat. Aber in der Schutzhülle sind Fettmoleküle. Mhm. Und Fettmoleküle kann man sehr, sehr schön mit Seifen auflösen. Und das kennen wir natürlich alle vom Abspülen unseres Geschirrs täglich. Mhm. Aber dann gibt es auch noch tiefere Reinigungsmechanismen. Also wenn ein Virus dann später in unsere Bronchien reinkommt, dort können wir natürlich nicht mehr effektiv spülen. Allerdings, da gibt es einen zweiten ganz tollen Abwehrmechanismus. Und der funktioniert ähnlich, wie wenn wir eine Milchpackung auf ein Fließband stellen. Die Schleimhäute in den oberen Lungenbereichen sind ausgekleidet mit Schleim. Und der Schleim liegt auf kleinen Härchen. Und die Härchen bewegen sich, sodass der Schleim von der Lunge hoch in unseren Rachenraum transportiert wird. Und alle Partikel, die an diesem Schleim festhalten oder einfach absorbieren, die werden von der Lunge nach oben zurückgebracht. Und das ist die wichtigste Filterfunktion unserer Lunge, bevor die Luft dann ganz unten in die ganz kritischen Bereiche kommt, wo der Sauerstoffausgleich Austausch stattfindet. Also das ist quasi wie ein Förderband, die Bronchien. Aber was können wir denn dort machen? Weil da können wir ja nicht ahnen. Also diese Schleimschicht, um transportiert zu werden, muss hinreichend flüssig sein. Und häufig bei Erkrankungen wird die Schleimschicht viel zu fest, viel zu viskos. Und diese Viskosität können wir natürlich reduzieren durch Inhalation von zum Beispiel Wasserdampf. Also inhalieren könnte schützen. Sie haben vorher gesagt, Hände waschen, das wissen wir jetzt alle. Wir müssen die Hände gut waschen, weil eben die Seife gegen die Fettschicht vom Virus, die dann auflösen tut. Aber man muss auch genug lang die Hände waschen, damit es einwirken kann. Wie lang denn? Also man muss sicherlich 30 Sekunden, das wird uns immer empfohlen im Labor, wenn wir uns die Hände waschen, mindestens 30 Sekunden lang die Oberflächen der Seife aussetzen, sodass die Seifmoleküle auch eine Chance haben, an der viralen Membran einzudringen und diese aufzubrechen. Und die Seife, die könnte auch nützlich sein beim Desinfizieren, oder nicht beim Desinfizieren, sondern beim Waschen von der Oberflächen gegen das Virus. Das kann auch, das wirkt wirklich. Seife ist auch gut, auch wenn man kein Desinfektionsmittel zur Verfügung hätte daheim. Das ist korrekt. Für dieses Virus ist es korrekt, weil
die Hülle, sag ich mal, enthält. Aber es gibt auch Viren, die aus ganz dicht gepackten Proteinen bestehen. Und da sind Seifen weniger effektiv. Aber beim Coronavirus ist Seife gut. Jetzt haben Sie gesagt, man kann so verschiedene Sachen machen. Man kann Nasenspielungen machen, man kann gurgeln, man kann so einen Dampf einatmen. Aber trotzdem, das Virus verbreitet sich ja enorm. Also es ist ganz wichtig festzustellen, dass nicht der erste Virus, mit dem wir in Kontakt kommen, uns töten wird. Sondern die Zahl der Viren, denen wir ausgesetzt sind, pro Zeiteinheit, sind wichtig. Und die Zahl der Viren, die tief in die Lunge kommt, die wird reduziert durch unsere Selbstreinigungsmechanismen. Also mit anderen Worten, Abstand halten, Abstand halten, Abstand halten, damit wir nicht exponiert sind, daheim bleiben, das ist das Allerbeste, die Hände waschen und desinfizieren. Und wenn möglich, können wir die anderen Mechanismen auch noch machen. Das kann uns sicher nicht schaden und vielleicht sogar helfen. Frau Vogel, danke schön vielmals für die spannenden Informationen. Besten Dank und bleiben Sie gesund. Danke schön vielmals. Zurzeit dreht sich alles ums Coronavirus, aber andere Krankheiten bleiben. So sind Patienten mit Krebs sehr verunsichert. Und die Krebsliga hat eine Hotline, die sich all diesen Fragen annimmt. Und die lautet 0800 11 88 11. Und so wie wir jetzt gerade leben, ist es, wie wenn wir auf einer einsamen Insel müssten sein. Und was nimmt man mit auf eine Insel? Ein gutes Buch. Mein nächster Gast ist weltbekannt wegen seiner Bücher. Herzlich willkommen, Martin Sutter. Als Schriftsteller sind Sie ja eigentlich Homeoffice gewöhnt. Ist jetzt das anders mit Corona? Ja, es ist schon ein bisschen anders. Das ist halt wie mit allem im Leben. Wenn man nicht raus will, dann geht das gut. Aber wenn man nicht raus darf, dann merkt man plötzlich, dass man eigentlich gerne raus will. Aber Sie haben schon recht, ich bin tagsüber meistens die Heimschaft da. Seit vielen Jahren. Ja, aber Sie halten sich schon jetzt daran, dass Sie auch eigentlich isoliert sind und so wenig wie möglich rausgehen? Ja, ja, was wir ab und zu machen, ist ein kleiner Spaziergang im Wald. Wir wohnen da praktisch im Wald. Dann gehen wir mit dem Hund raus, mit dem Hündchen. Der will schließlich nach Luft. Jetzt ein Schriftsteller, ein Intellektueller befasst sich vielleicht mit einer Krise auf eine andere Art. Was reflektieren Sie da? Ja, es ist halt schon eine andere Situation. Man macht sich Sorgen, sonst macht man sich weniger Sorgen, wenn man nicht raus kann oder wenn man viel daheim ist oder so. Aber ich glaube nicht, dass ich sehr anders reflektiere über das, als alle anderen. Ja, man hat ein bisschen Angst. Ja. Haben Sie Angst vor der Krankheit oder vor den wirtschaftlichen Folgen? Was macht Ihnen am meisten Sorgen? Ja, schon die Krankheit natürlich. Die wirtschaftlichen Folgen, die merkt man natürlich auch. Es ist, ja, für einen Schriftsteller, der wäre eigentlich schon darauf angewiesen, dass Buchläden offen sind. Ich habe jetzt gerade das Glück, dass ich nicht mit einem neuen Buch draußen bin. Das ist noch vorher passiert. Aber viele Kollegen von mir haben jetzt neue Bücher draußen. Wunderbare. Hans-Jörg Schneider hat einen neuen Onkel da und die Buchläden sind zu. Ja, ja. Ist wirklich eine harte Zeit. In einer Krisenzeit braucht es aber auch Mut. Was macht Mut, um so eine Krise zu überstehen? Gut, es gibt verschiedene Formen von Mut. Das Mutig würde jetzt nicht sein in dieser Krise und Sachen machen. Der Mut, auch Sachen zu machen, die man gescheiter nicht machen sollte. Das ist ja oft der Mut. Aber was ist ermutigend? Es ist schwer. Ich bin zum Glück eher ein Optimist. Ich hoffe, das bleibt mir. Es haben nicht alle Leute das Glück. Das hat man, glaube ich, von Geburt an.
Sie sind vielleicht wahnsinnig bekannt über die Serie Business Class, die Satiren über, über die Management-Welt. Jetzt gibt es auch Business Class im Homeoffice. Was dürfen wir da erwarten? Ja, ich mache jetzt eine neue Website. Die heisst martin-sauter.com. Und dort schreibe ich wieder Business Class Kolumnen, schreibe ich wieder Gary Weibel Kolumnen. Dann schreibe ich auch andere Sachen. Ich versuche da damit eigentlich meine Bücher zu ergänzen. Und die, und die Bücher sollten ein bisschen die Website ergänzen. Und haben Sie noch irgendeine gute Anekdote aus dem neuen Business Class at Home? Ja, also ich schreibe jetzt an einer Business Class über das Homeoffice natürlich. Und die letzte ist auch eine über das Homeoffice. Das ist natürlich eine neue Situation für Manager, die gewohnt sind, im Mittelpunkt zu stehen und bewundert zu werden, wenn sie jetzt plötzlich zu Hause sind. Und ich habe, die neueste Geschichte ist eine über einen Manager, der jetzt das Wohnzimmer in ein Büro einrichtet, in sein Homeoffice. Und die Frau von ihm ist natürlich nicht so begeistert von dieser Idee. Und das ist eine Geschichte, über wie er es einrichtet, was er für ein Büchergestell versucht aufzubauen, um das abzutrennen, das Wohnzimmer und sein Arbeitszimmer. Das hat mich ziemlich amüsiert, die ja. Vorstellung. Dann bin ich gespannt. Ich werde das auch lesen. Herr Sauter, danke schön vielmals. Jetzt haben wir Zeit zum Lesen. Und bleiben Sie gesund. Ja, bleiben Sie auch gesund und viel Vergnügen trotz allem. Danke schön vielmals. Danke, Herr Christ. Wenn man weiss, wie lange eine Krise geht, dann kann man sie viel besser überwinden. Darum möchte ich meinen nächsten Gast fragen, wie lange geht die Corona-Krise und kommt da noch mal eine zweite Welle auf uns zu? Bei mir ist jetzt der Professor Cornel Frevel von der Universität Zürich. Wie schätzen Sie das ein? Ja, jede Epidemie ist ein bisschen anders und es ist schwierig, Voraussagen zu machen, wie lange das so eine Welle könnte dauern. Wir können ein bisschen in die Geschichte zurückgehen, zum Beispiel zu der spanischen Grippe 1918, wo die erste Welle irgendwann im Frühling angefangen hat, bis in den Sommer gegangen ist. Dann ist aber eine zweite Welle im Herbst gekommen und dann mengenorten sogar eine dritte im nächsten Frühling. Dann. Jetzt bei der ersten SARS-Coronavirus-Epidemie in den Jahren 2002, 2003, die war recht begrenzt und eigentlich gar nicht vergleichbar mit der heutigen Situation. Trotzdem sind auch nur ein bisschen mehr als 8'000 bestätigte Infizierte auftreten und die Mortalität war allerdings viel, viel höher gewesen, mit etwa 9%. Kann man jetzt aber sagen, quasi, wenn eine zweite Welle kommt, dass die vielleicht nicht so stark ist wie die, die wir jetzt haben? Das kann man nicht immer sagen. Es ist sogar so, dass gerade bei dieser spanischen Grippe die zweite und dann auch die dritte Welle viel heftiger war, die Mortalität viel höher. Das ist aber allerdings eher eine Ausnahme. Also normalerweise entwickeln sich die Viren eher Richtung mehr Avirulenz. Mhm. Also sanfter eigentlich. Eher sanfter nachher. Jetzt hat es Leute, die diese Krankheit schon überstanden haben, das Coronavirus. Was können wir von ihnen lernen? Ja, es sieht tatsächlich so aus, dass nach durchgemachter Covid-19-Krankheit mindestens eine Teilimmunität besteht. Also es gibt viel mehr Berichte von Patienten, die wiederholt Symptome bekommen haben. Und aus dieser Beobachtung kann man auch schliessen oder wenigstens hoffen, dass es möglich ist, einen Impfstoff zu entwickeln. Mhm. Wie lange das aber eine solche Immunität besteht, entweder ausgelöst von einer natürlichen Infektion oder einem Impfstoff, das ist aber sehr abhängig von der Stabilität, von der genetischen Stabilität des Virus, aber auch von der Art von dieser Immunantwort. Und genau die, über diese Immunantwort könnte man eben etwas lernen von den Genesenen. Bei den bakteriellen Infekten gibt man Antibiotika und bei den Viren ist es so wahnsinnig schwer, überhaupt eine Behandlung zu finden. Warum? Viren können sich durch Mutation, also bei der Kopie von ihrem Genom, sehr stark verändern. Und also viel, viel schneller als Bakterien das können.
Und diese Veränderungen, die führen zu zwei Sachen. Erstens, dass so antivirale Mittel eben schnell die Wirkung verlieren. Und zweitens, dass Schutzimpfungen auch gar nicht mehr schützen. Also das heisst, eigentlich sind wir fast ein bisschen angewiesen darauf, dass die Bevölkerung die Immunität selber durchmacht oder akquiriert, wenn sie den Infekt durchmachen, oder eben, dass wir wirklich eine Impfung kriegen. Das Positive am Coronavirus, mutiert oder nicht so schnell? Ja, im Gegensatz zu anderen Viren, ich würde wieder das Beispiel vom Influenzavirus führen, tun Coronaviren dank, also sind spezielle genetische und molekulare Voraussetzungen, die es machen, dass sie sich nicht so schnell verändern. Bei Kopie von ihrem Genom machen sie weniger Schreibfehler. Außerdem ist das Coronavirus-Genom nur auf einem Fragment vorhanden, während das Influenza-Virus-Genom auf verschiedenen Fragmenten verteilt ist. Und das erlaubt dann zusätzliche Möglichkeiten für Kombinationen, wo es dann wieder neue Viren gibt. Die sehr gefährlich sind. Mhm. Forschen Sie weiter, Herr Frevel, und danke schon vielmals für die Einschätzungen. Merci. Auch danke vielmals, wiedersehen, Frau Fürst. In der Krisenzeit ist die sogenannte positive Psychologie gefragt. Und dazu habe ich Ihnen zwei Tipps. Das eine ist, telefonieren Sie jeden Tag mit Freunden und Bekannten. Der Kontakt ist etwas ganz, ganz Wichtiges, besonders in dieser Krise. Und das Zweite ist der sogenannte Flow-Zustand. Das kennen Sie, wenn Sie Kinder beobachten. Die sind ganz, ganz vertieft in Sachen, die sie machen, sodass alles drumherum dort verschwindet. Und dann sagt man, sie sind in einem Flow-Zustand. Probieren Sie das auch aus. Machen Sie ein Puzzle oder gehen Sie auf einen Balkon mit Ihren Pflanzen, gehen etwas machen, gehen graben oder was auch immer Sie Lust haben. Oder machen Sie etwas anderes, was Sie gerne machen. Und probieren Sie einzutauchen in diesen Flow-Zustand. Das ist etwas Beglückendes. Und ich freue mich jetzt auf meinen nächsten Gast. Er war nämlich 7 Jahre lang auf einem Segelschiff, so quasi in einer Pseudo-Quarantäne. Herzlich willkommen, Peter Räber. Sie sind 7 Jahre lang auf einem Segelschiff, das ist ja auch eine Art Quarantäne. Wie war das? Ja, man ist natürlich eben alleine, also Gott sei Dank zusammen mit meiner lieben Frau. Und wir sind uns gewöhnt, dass wir lange Zeit miteinander Schlag kommen. Wenn man zum Beispiel so über den Atlantik segelt oder so, kann das fast einen Monat gehen. Und dann ist man auf ein paar Quadratmeter zusammen oder in der Einsamkeit von Alaska sind wir monatelang in diesen Gewässern alleine unterwegs gewesen. Es ist ein ganz spezielles Erlebnis, aber der Film läuft natürlich draussen ab. Von dem her passiert schon ein bisschen mehr, aber es ist schön gewesen, zu merken und zu wissen, dass man miteinander schlagkommt und das ist kein Problem. Nutzt Ihnen jetzt quasi die Erfahrung auch in der Zeit, wo wir in einer Corona-Quarantäne sind? Ja, man hat natürlich ein bisschen gelernt zu merken, was wichtig ist, dass man einen strukturierten Alltag hat, dass man, ich gehe zum Beispiel jetzt so bei 40 Minuten pro Tag auf meinem Hometrainer, ich habe viel Büroarbeit, weil ich habe meine Tournee erst Ende Januar noch abschliessen konnte. Also die Routine und sich nicht fallen und so, das finde ich sehr wichtig. Aber auch, als wir unterwegs waren, ist es für uns wichtig, dass man zwischen so ein Überraschungen schafft, irgendeinen Höhepunkt macht. Zum Beispiel, man kann jetzt so daheim, anstatt dass man zusammen schön ausgeht, miteinander mal daheim ein Candlelight-Dinner machen, oder? Ja. Und da kommen vielleicht schon ganz romantische Gefühle auf. Also Kreativität ist jetzt so gefragt. Also nicht nur Routine, sondern auch überlegen, was kann ich dem anderen zulieb tun. Wunderschön. Sie haben ja auch Enkelkinder, die ganz wichtig sind. Wie ist jetzt das, Sie nicht zu können zu sehen? Also vor allem Kinder sehen wir nicht. Und Nina wohnt zwar im gleichen Haus, aber wir haben in einer anderen Wohnung. Wir haben natürlich den nötigen Abstand, da kann man vom Balkon miteinander reden oder etwa im Garten auf einem grossen Abstand der Sonne und ein bisschen weiter weg. Und meine ganz kleine, herzige Enkelin, die sehen wir halt jetzt nur via elektronische Medien. Aber auch dort kann man kreativ sein. Wir machen jetzt Filme für sie und die Geschichten erzählen. Und ja, natürlich, das vermisse ich schon.
Das ist schön, aber trotzdem, dass man quasi einen Weg findet, um die Aktionen aufrechtzuerhalten. Herr Reber, wir brauchen auch etwas für unsere Seele. Haben Sie uns noch einen Song? Ja, ich habe mal ein Lied geschrieben, das ich gerne mit zwei Strophen daraus singen, das sich vielleicht gerade eignet für die Situation. Das ist vor allem auch für die Leute, die es jetzt nicht so gut geht wie mir. Ich möchte ihnen ein bisschen Mut und Hoffnung machen. Das heisst, ich wünsche dir. Ich wünsche dir Schuhe, die nicht drücken für den Weg, wo du gehst. Dass der Rucksack am Rücken nicht schwer ist, wo du drehst. Wir Samen, wo du werden, eine offene Tür. Der Himmel auf Erden. Ja, das wünsche ich dir. Ich wünsche dir einen Engel, der dich behütet und gut zu dir schaut. Wenn der Sturm draussen wütet, wenn es hudelt und tut, so wirst du prestieren, so glaub ich, kommst du für. So wirst du manchmal noch feiern. Ja, das wünsche ich dir. Dankeschön viel mal. Ich habe Hühnerhaut. Mir hat es gut da. Dankeschön viel mal, Herr Reber. Und bleiben wir positiv. Merci. Hey, alles Gute und allen, die zuschauen, wünsche ich von Herzen alles Gute. Dankeschön viel mal. Und auch Ihnen daheim wünsche ich alles Gute. Bleiben Sie gesund. Halten Sie durch. Wir sehen uns. Ade miteinander. Nächste Woche habe ich in der Sendung wieder spannende Gäste, die wichtige Informationen bringen, die Ihnen aber auch Positives in die Stube bringen. Weil jetzt brauchen wir Zuversicht. Schweizer Familie präsentierte Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Clarunis, Universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Und Viogy, mehr als Labormedizin.